Liebesfrüchte sind in unserem Fall etwas ganz Besonderes, denn diese regten schon ganz früh die Menschen an in ihrer Fantasie. Und erstaunlich dabei ist, dass all diese Früchte ihre ursprüngliche Heimat in Vorderasien haben, ein geografisches Gebiet vom östlichen Mittelmeerraum bis nach Persien. Regionen mit viel Sonne und mineralreichen Böden. Eine der ersten unserer Liebesfrüchte, die hier reift, ist die Kirsche. Welch ein sinnlicher Genuss ist es, in eine reife, saftige Kirsche zu beißen. Und wer sie genauer betrachtet, sieht, dass sie die Form eines Herzens hat. Es gibt sogar eine alte Sorte, die den Namen Herzkirsche trägt. Ihre ursprüngliche Heimat leitet sich aus dem iranisch-kurdischen Wort Keras ab, das dann bei den Römern zu Cerasus wurde, und es war ein berühmter römischer Feldherr Lucullus, der eines dieser Bäumchen 100 Jahre vor Christus nach Rom brachte als extravagante Pflanze. Als nächstes sind die Feigen reif. Diese schöne orientalische Fremde, die süße Verführung in Form und Geschmack. Sie wurde schon früh als appetitliches Symbol für Liebe, Lust und Leidenschaft betrachtet. Seit Jahrtausenden im Orient kultiviert, über den Mittelmeerraum bis in Regionen, in denen heute Weintrauben gedeihen, haben Feigenbäume ihre Standorte gefunden. Als exotische Frucht in getrockneter Form wurde die Feige als Medizin bereits im Mittelalter gehandelt. Später hielt sie Einzug in die Küche, vor allem für Weihnachtsgebäcke. Der Feigenbaum vom lateinischen Ficus hat seine Heimat in Kariza, einer antiken Landschaft in Kleinasien, und zählt zu den ältesten domestizierten Nutzpflanzen. Schon früh erkannte man die gesundheitsfördernde Wirkung bei Verdauungsstörungen wie Verstopfungen, aber sie sind reich an Magnesium und weiteren Mineralstoffen und B-Vitaminen. Wer kennt sie nicht, die süßen, knackigen Trauben, die runden bis ovalen Beeren? Und wer bei der Ernte zusieht, kann sich gleich beim Gedanken ertappen, dass wir Menschen mit unseren geschickten Händen wohl zum Pflücken dieser Früchte gedacht sein müssen. Und nicht nur der Mensch nascht gerne davon, in der Dämmerung geht so mancher Fuchs und Dachs dem süßen Duft nach und schlägt sich den Bauch voll. Der Begriff Traube bezieht sich auf die charakteristische Wuchsform der einzelnen Beere. Die Trauben waren deshalb schon früh das Symbol der Fruchtbarkeit schlechthin. Bereits die Pharaonen schätzten die saftigen Trauben und sie entdeckten dazu die Wirkung des gegorenen Traubensaftes, der zu Alkohol wurde. Die Griechen und später auch die Römer veredelten die Weinkultur und sie erkannten schon früh den Wein als Potenzmittel. Der Granatapfel ist seit Urzeiten ein Symbol für Leben und Fruchtbarkeit, aber auch für Macht. In vielen Sprachen findet sich das Wort Granat, das aus dem lateinischen Wort Granatus kommt, was kernreich heißt. Diese besondere Frucht, eine echte Augenweide, ist eine moderne Verpackungskünstlerin, verbirgt sie doch in ihre kostbaren, essbaren Beeren bis zu 400 Stück. Und wussten Sie, dass Schale und Saft seit Jahrhunderten der rote Farbstoff für Orientteppiche war? Durch das Kochen der Frucht erhält man eine pechschwarze Tinte. Vielleicht für den ersten Liebesbrief, wer weiß.